So, meine Freunde, wir beginnen auf jeden Fall heute tatsächlich nicht mit Gewitter im Kopf, sondern der gute Montana Black hat sich ein Haus zugelegt und ich als gelernter Immobilienkaufmann werde nun eine triftige Aussage darüber treffen können, was dieses Haus gekostet hat. Wir schauen uns den Bodenrichtwert an. Wir müssen da ein bisschen schätzen. Machen wir los, Leute. Schauen wir uns ganz kurz an, wie Montas Haus aussieht. Let's go. Ich hab extrem Bock darauf. Auf geht der Hase. Monte, der Einzige, der noch wirklich so Oldschool-Dubstep-mäßig in 2020 pumpt in seinem Intro. Ehrenbruder, der hat sich nicht geändert. Der Junge ist gleich geblieben. Winstar! Ton mal wieder 1:1 perfekt, Alter. Also wirklich ganz toller Ton, Monte. Da hast du dir wirklich wieder richtig Mühe gegeben. Da ist es halt das Ding, wenn das Haus halt 40.000 Quadratmeter groß ist, da hilft auch tatsächlich das beste Mikrofon nichts. Es halt einfach in der Kathedrale. Ist es in Ordnung. Erster Eindruck. Sieht schon mal sehr, sehr hochwertig aus. Wir haben hier eingebaute Spots in der Seite. Eine sehr hochwertige Treppe. Ich würde fast schon sagen, irgendwas... Es könnte Eiche oder Mahagoni oder sowas sein, auf jeden Fall ein hochwertiges Holz. Die Türen sehen tatsächlich schon hochwertig aus, das sind sehr hochwertige Zargen, hochwertige Beschläge und sowas. Das ist nicht wenig, Leute, das ist nicht wenig. Dauerwerbersendung, ja, Dauerwerbersendung, oder? Ist schon richtig, ne? Dauerwerbesendung, so ein Ding ist das. So, schauen wir uns mal an, wie Montes Haus aussieht. Let's go, der Hase. Heute gibt es ein neues Video in aller Frische und wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen konntet, werde ich euch heute mein Haus zeigen, beziehungsweise... Monte gibt mir immer diesen arbeitslosen Deutschrap-Vibe, ich lieb's einfach, ich lieb's. Wir sind schon in meinem Haus drin, ein Video, worauf sich, glaube ich, einige gefreut haben. Zwei Sachen vorweg noch. Wenn man jetzt das einer Person zeigen würde, das meiner Oma zeigen würde, die würde sagen, okay, entweder ist das ein Lottogewinner, ein junger Business-Entrepreneur, der mit Drogen sein Geld gemacht hat, oder ein Rapper, glaube ich, würde meine Oma sagen. So sieht er auch aus. Das Outfit passt. Die erste Sache ist, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr korrekte Kommentare schreibt, beziehungsweise Kommentare, die sich auf das Video beziehen. Das gefällt mir nicht. Oha, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Hört auf, unter diesem Video solche Dreckskommentare zu schreiben, wo ihr nur darauf aus seid, Likes zu bekommen. Ich möchte mal wieder wie früher ein Video öffnen, mir Kommentare angucken und korrekte Kommentare zu dem Video sehen. Tut mir genau, so ein Ding. Diesmal bitte einmal diesen Gefallen. Die andere Sache ist, bei mir im Shop, wer hätte es gedacht, gibt es aktuell die frohe Posteraktion. Das heißt, zu jeder Bestellung 1 von 5 Hand. Das will ich in meiner neuen Wohnung im Flur hängen haben. Und wenn mich dann, wenn ich mal eine Dame zu Hause habe und die mich fragt, sag mal, wer ist denn der Mann, der da in deinem Flur hängt, sage ich, das wird unser neuer Bundeskanzler. Du weißt noch nicht, das hier wird ein Bundeskanzler werden. Poster dazu. Ihr seht sie gerade eingeblendet, so sehen die Poster aus. Egal was ihr euch bestellt, ein paar Socken, T-Shirt, whatever, zu jeder Bestellung ein handsigniertes Poster dazu. Hier steht für Glück, Freunde. Das findet ihr natürlich auf meiner Website montanablack.de und damit unterstützt ihr mich natürlich auch. So war das. Ja. Ja, an der Stelle den Sprachkurs vielleicht nochmal machen. Die Raten hier vom Haus abzubezahlen, denn das Haus habe ich natürlich nicht hier Bargeld gezahlt, sondern ich habe einen Kredit bei der Bank auf. Macht ja auch Sinn bei den momentanen Kreditzinsen, Leute. Kredit ist so günstig wie nie. Die Kreditzinsen werden wahrscheinlich mit der stagnierenden Wirtschaft jetzt nochmal angehoben werden. Also jetzt gerade sind Kredite noch sehr günstig. Da jetzt die Wirtschaft auf jeden Fall ein wenig zurückgeht, ist es tatsächlich so, dass das definitiv Dauerwerbes ist so richtig. Was ist denn hier falsch? Warte mal, was ist denn hier? Was? Dauer? Werbe? Dauerwerbesendung. Hä? Das ist doch richtig. Was wollt ihr von mir, ihr Affen? Ist doch korrekt. Oder nicht? Lasst mich in Ruhe. Und muss das über 10 Jahre abbezahlen, Freunde. Ich danke euch für den Support. Jahrelang jetzt schon. Ihr habt mir das hier auch ermöglicht, das ist ganz klar. Hinter der Kamera ist Mero mit 5 Euro. Oh, moin Mero, wie geht's dir? Die Frage ist, wer ist denn heute Tonmann, Monte? Das würde ich gerne wissen. Also verzeiht eventuell die nicht so professionelle Kameraführung, aber das ist, glaube ich, euch auch scheißegal. Oldschool mit der Canon EQ hier. So soll es sein. Ja, wo fangen wir an? Das ist hier der Eingangsbereich. Dafür fühle ich Marcel nach wie vor immer noch. Er macht nicht so ein riesen Aufwandsvideo, macht nicht so ein Flix, sondern macht einfach auf Legria-Basis. Scheiß auf Ton, scheiß auf alles. Nice. Ja, dann stell ich mal da, wenn die Leute sehen, das ist hier der Eingangsbereich. Okay, wir haben auf jeden Fall hier
Eine schöne Tür mit, das sieht auf jeden Fall nach der Sicherheitstür aus, die ist echt ganz gut. Hier unten schöne deutsche Steinzeugfliesen, ja, nicht schlecht auf jeden Fall an der Stelle. Hier richtig schöne Fußleisten mit so einer Abstufung, mit einer Dreierabstufung hier. Deckenhöhe auf jeden Fall echt adäquat, also wirklich ein ziemlich, ziemlich schöner und großer Eingangsbereich. Hier auch nochmal mit eingebauten Spots, wie ich sehe. Das finde ich immer sehr, sehr krass. Das zeugt auf jeden Fall von Wertigkeit, weil diese Dinger halt zu verlegen, wenn das hier keine Rigus-Wände sind, dann muss das vorher schon geplant worden sein. Das ist tatsächlich nicht verkehrt. Das hat auf jeden Fall gutes Ding. Man sieht auch tatsächlich, das ist kein Witz, man sieht wirklich Türen und Fenstern an, ob das hochwertige Sachen sind. Und ich habe damals im YouTube-Haus gewohnt, das sah scheiße aus. Es sah geil aus, aber war die letzte Scheiße. Und hier sieht man halt einfach, dass das wirklich ein sehr hochwertiger Beschlag und sowas ist. Hier dreifach gesichert hier mit diesen Scharnieren hier. Also so an sich auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich glaube sogar, dass hier irgendwas Alarmanlagenmäßiges drin sein könnte, weil hier oben so ein Sensording ist. Ich weiß aber nicht, könnte auch nur ein Spot sein. Was hier jetzt wie genau hinkommt, hier werden auch gestrichen, hier werden auch einiges umgeändert. Ja, Garderobe halt, ne? Ich weiß gar nicht, wie das LED mit einer abgehangenen Decke. Sehr, sehr nice, Alter. Finde ich richtig krass. Hier wird wahrscheinlich ein LED-Schlauch durchgehen. Wenn der sogar farblich verstellbar ist, dann ist das das perfekte Haus für Monte. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Wenn man jetzt hier alle RGB-Farben machen kann wie ein Kirmes, dann ist es genau Montes Haus. Finde es aber auch ehrlich gesagt edel, wenn das so ein indirektes, warmes Licht einfach wirft. Tatsächlich finde ich nicht verkehrt. Revi tut so, als würde er sich auskennen, als wäre er sonst was, oder vielleicht weiß er es auch komplett, man würde es wohl nie erfahren. Ich habe eine Ausbildung darin gemacht, also ich habe ja auch selber Monte, ich habe 400 Immobilien, das weißt du, ich kenne mich damit schon aus, deshalb nicht schlecht, auf jeden Fall hochwertiges Ding. Diese Einbauarbeiten vom Licht, das sieht dann so aus. Ja, wahrscheinlich gelbliches Licht, so warmes Licht. Ey, Digga, wo ist jetzt der Lichtschalter? Aber ein Zehnzack. Ah ja. So, ja, sage ich ja. Schönes indirektes Licht, richtig geil. Brauchst du hier oben nichts mehr reinhängen. Wobei, bei der Deckenhöhe könnte man sogar noch was Krasses hier reinhängen. Nicht schlecht. Ganze dann aus. Das werde ich gefühlt in jedem Raum. Ja, deine Alarmanlage für 30.000. Ja, ich sag ja, hier sind auf jeden Fall irgendwelche Installationen von Sicherheitskonzepten mäßig und sowas drin. Raum im Haus einbauen lassen. Ja, hier ist auch die Klingel. Hier ist nochmal ein Sensor und sowas drin. Ja, Feuermelder, glaube ich, auch. Nicht schlecht. Das ist nur hier und im Badezimmer. Badezimmer macht das auch Sinn. Damit ich das alles schön farblich verstellen kann. Ihr wisst ja, auch 16 Jahre nach meinem YouTube-Beginn bin ich immer noch LED-Fetischist. Wenn es nach mir geht, haben die Weiber Unterwäsche an mit LED-Optik. So ein weirdes Ding, okay. Ich bin gespannt, ob er Monte irgendwann so eine Sexpuppe rausbringt als Merchandise mit LEDs drin. Das ist der Eingangsbereich, ja, was soll ich dazu sagen? Hier habe ich einen Panikknopf. Das ist sogar, glaube ich, Marmor oder sowas, das Fliese. In dem großen Format kann ich euch auf jeden Fall sagen, das ist so ein. Das ist 70x70 oder sowas, ich kann es nicht genau schätzen. Also auf jeden Fall Großformatfliesen mit einem polierten Marmor oder sowas. Das ist schon nicht wenig, das sieht man halt in der Spiegelung hier. Das ist Steinzeug, so das kostet schon echt eine Menge. Also das ist hochwertiges Zeug hier, das kann man nicht sagen. Auch so wie es verlegt ist. Ist das hier? Ja, die Fugel triggert mich hier so ein bisschen, aber sonst echt ordentlich gemacht. Schön fast zentriert, fast. Beispielsweise den ich holen kann. Dann kommt der Sicherheitsdienst, das Haus verfügt über ein umfangreiches Sicherheitssystem. Was ja, sage ich ja. Ja, was Nices ist. Gehen wir weiter, das ist hier der Flur, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Oh, ich sehe auf jeden Fall da schon eine geile Küche. Da ist Ofen, Dampfgarer, Mikrowelle, glaube ich, drin. Oder ist Kaffeemaschine, kann auch Kaffeemaschine sein. Könnte sogar eine Bulbtaubküche sein, so ein Markending auf jeden Fall, nicht schlecht. Ja, was hier überall noch hinkommt, ich weiß nicht. Hier oben kommen noch LEDs auch an die Decke. Natürlich. Natürlich kommen da LEDs hin. Natürlich kommt eine andere Farbe hin. Ich hatte lange Zeit überlegt, ob ich den Fußboden noch ändern soll. Bro, ganz ehrlich, würde ich nicht machen. Wenn du Glück hast, ist da sogar eine Fußbodenheizung drin. Keine Ahnung jetzt. Aber sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde tatsächlich die Wandfarbe, ich mag dieses cremefarbene, nicht dieses lachsfarbene, finde ich im ganzen Haus ein bisschen, das macht zwar was her, das zeigt so eine gewisse Wertigkeit, finde aber ganz ehrlich, dass das eigentlich mit cleanen und weißen Abschlüssen noch ein bisschen edler aussieht. Oder jetzt hier sowas, weiß ich nicht, hier zum Beispiel im Wohnzimmer eine Wand royal blau streichen mit einem schönen Sofa dazu und sowas, einfach für Kontraste. Nicht schlecht, ja, weiß ich nicht. Also die Fliesen mit der Wand fühle ich ein bisschen beißend so, weil beige auf Ocker-mäßig so, keine Ahnung. Fliesen würde ich nicht ändern, würde ich wirklich lassen. Finde ich cool, die sind ordentlich verlegt, so die haben dünne Fugen und sowas, ist nicht schlecht. Aber ich bin eigentlich mit dem Fußboden zufrieden. Ich mag diese Fliesen. Ich habe natürlich Fußbodenheizung, das ist klar. Ja, gut.
dann ist sowieso RIP, dann wenn du jetzt die Fliesen aufmachst, nochmal einen neuen Boden legst, dann muss vielleicht sogar die Fußbodenheizung neu verlegt werden oder hier halt im Worst Case noch die, die Fußleisten irgendwie verändert werden oder sowas, weil die halt eine unterschiedliche Höhe haben. Parkett ist halt eine geile Option. Also im Eingangsbereich, ja, im Wohnzimmer bin ich großer Fan von Parkett, wenn ich ehrlich bin. Parkett, schöne Fußleiste, geile weiße, clean Wand dazu oder Betonoptik oder sowas, nicht schlecht. Den Fußboden nicht ändern, auch wenn man den ändern könnte, aber ich lasse den Fußboden ist halt teuer, ne? So drin, wie er ist. Fliesen sind das halt und ich mag die eigentlich alle, ehrlich gesagt, relativ gerne. Ja. Was verändern wird, sind noch die Türen. Mhm, fühle ich. Ich mag das auch nicht, wenn die so gemustert sind. Ich finde Glastüren immer schwierig. Wir haben auch bei uns in der neuen Wohnung zwei Glastüren drin. Das ist vermilchtes Glas. Das sieht ganz geil aus. Also kein Holzelement drin, sondern nur die Holzzarge mit vermilchtem Glas und einer Edelstahl-Türklinke. Finde ich geil. Gefällt mir hier auch nicht. Sieht zu altbacken aus. Sieht zu omahaft aus. Die Türen, die jetzt hier drin sind, bin ich... Also die Deckenhöhe ist auf jeden Fall hier nicht schlecht. Wir haben hier sicherlich eine Deckenhöhe von... Das verzerrt jetzt ein bisschen durch die Legria hier. Monte ist jetzt auch näher dran. Also ich denke mal, die Deckenhöhe sind hier bestimmt zwei... Boah, ähnlich wie bei mir in der Wohnung vielleicht so. Ich habe, glaube ich, 2,90 oder sowas sogar. Ich denke mal, hier sind wir auch bei 2,70, 2,75 oder sowas bestimmt. Auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht so ein Fan von. Das ist mir ein bisschen zu ja, altbacken. Ja, ja, genau. Altbacken, schön, ja. Keine Frage, aber sie gefallen mir nicht. Ja, fühle ich voll. Das ist hier das die Hauptküche. Oh, er hat zwei Küchen wahrscheinlich. Noch eine Saucierküche, eine für die Vorbereitung und sowas. Relativ groß, relativ geil, würde ich sagen. Ja, sieht auf jeden Fall nach einer anständigen Küche aus. Ich glaube sogar Induktionsherd. Die Marmorplatte werde ich noch verändern lassen. Finde ich auch nicht geil, finde ich echt hässlich. War extrem nice, massiv, aber ich bin da ja, so Freund von. Und wenn man einmal etwas macht, dann sollte man es richtig machen. Deswegen werde ich auch die Platte hier wahrscheinlich noch verändern lassen. Ist ein Move auf jeden Fall. Ich finde diesen Standard-Marmor auch nicht so geil. Ja, ansonsten ist es halt die Küche. Was soll ich euch da groß zu sagen? Ich würde mal gerne wissen, was das hier ist. Ist das ein Weinkühlschrank vielleicht auch, ne? Weinkühlschrank, Kaffeemaschine, Ofen und Dampfgarer oder was ist das hier? Ich kann es nicht neu erkennen. Vier Fächer, wo man was reintun kann. Ja, der Bereich ist natürlich hier. Hier haben wir Kühlschrank. So. Nice, okay, nice, ja. Ja, finde ich schade, dass kein Double-Kühlschrank drin ist, kein amerikanischer. Hier, das ist, okay, Ofen, Kaffeemaschine, klar, Dampfgarer, Mikrowelle und was ist das hier? Also eins von beiden, was ist... So, da stehen schon die Bierchen und Getränke für die Handwerker, die kommen bereit. Und ansonsten irgendwie zum Warmhalten von Essen. Ah, okay, so ein Aufwärmofen. Ich weiß nicht, hier Bratofen. Bratofen? Okay. Normaler Backofen, Pizzaofen, keine Ahnung, weiß nicht, was man damit alles machen soll. Aber Siemens, auf jeden Fall auch hochwertig, das ganze Rack hier definitiv auch um die... mit den Einbaugeräten, das ist ja auch angepasst hier auf die Küche. Die Kaffeemaschine finde ich persönlich nicht so geil. Ich bin so ein Fan von so Siebträgermaschinen. So Vollautomaten finde ich immer richtig rotze. Vor allen Dingen, wenn man die sauber machen muss, ist das der übelste Abfuck. Das kannst du eigentlich nur im Restaurant haben so. Aber an sich dieses ganze Ding, dieser ganze Chunk quasi an Möbel sicherlich auch 15.000 oder sowas, 12.000 safe. Pizzaofen, den fühle ich. Hier haben wir noch eine... Auch geil, hat hier überall LAN-Anschlüsse in jedem Haus und Kabel-TV drin, auch nicht schlecht. Kaffeemaschine, eine integrierte, hab noch nie in meinem Leben einen Kaffee getrunken. Ja, das ist dann eher für Freunde oder so, weiß nicht. Ich fühle mich an der Stelle eingeladen, auch wenn wir es lange nicht mehr gesehen haben, Monte. Ich fühle mich an der Stelle eingeladen und bin beleidigt, wenn ich nicht kommen darf. Für Memo, wenn er mal einen Kaffee braucht, keine Ahnung. Ja, das ist die erste Küche im Haus. Dann haben wir hier, gehen wir weiter, haben wir hier ein Gästezimmer. Kommt es mir so vor, als wären die Türen ziemlich niedrig oder bin das nur ich? Kann auch sein, dass es dadurch irgendwie ein bisschen verzerrt ist durch die Legria. Das ist fast identisch. Schade, dass der komplette untere Bereich komplett gefliest ist. Das macht immer so einen kalten Eindruck, finde ich. Mein Schlafzimmer und hier werde ich ein Gästezimmer reintun. Nice. Bett, Fernseher, eventuell noch PC. Auch wichtig, wir haben hier auf jeden Fall doppelt verglaste Fenster und Rollläden draußen dran, wahrscheinlich sogar elektrisch, finde ich ganz geil, ist sehr wichtig. Ein Haus ohne Rollladen ist komplett useless, Alter. Finde ich wirklich extrem ugly. Sieht aber jetzt tatsächlich, also es hat auf jeden Fall was Villenartiges. Wird wahrscheinlich entweder ist es ein Altbau von außen oder sowas und es ist renoviert worden oder es ist ein kompletter Neubau, so 2000er, 2010er vielleicht so, vom Baujahr her. Ist aber jetzt nichts architektonisch Extravagantes auf jeden Fall. Ja, was soll ich hier so groß zu sagen? Überall.
Thermostate auf jeden Fall hier in jedem Zimmer drin, auch nice. Das natürlich. Fußbodenheizung. So, ja, dann gehen wir ins Wohnzimmer. Viele Fenster, das ist wichtig. Nicht dunkel. Diese Türen hier. Aushängen, ne? Auch diese Glasaufhängung. Ja, Mann. Ich werde die Türen komplett rausnehmen. Finde ich eine sehr gute Entscheidung. Öffnet den Raum, macht deutlich mehr Atmosphäre und lässt ein bisschen mehr Licht mit rein. Finde ich nicht verkehrt. Sieht aus, ich weiß nicht, welche Seite das ist. Wenn das hier Nordseite ist, dann ist es hier eh dunkel drin oder sowas. Nicht schlecht. Ich finde diesen offenen Bogen. Finde ich geil, ja. Die Türen werde ich einfach rausnehmen. Das ist so ein Romantik-Barock-Element, so doppelte Schwingtüren. Wir hatten bei uns in der Wohnung auch sowas. Da war so ein Ding drin, das haben wir auch nicht mehr drin. Wenn man hier reinkommt, diesen offenen Blick hat, die Türen steht dann bei eBay rein oder sowas, keine Ahnung. Die brauche ich dann nicht mehr. Ja, das ist halt hier das Wohnzimmer. Das ist relativ riesig. Ich werde euch natürlich nicht den Außenbereich zeigen. Okay, Bro, wenn du in das Gästezimmer reinmachst, fühle ich Wohn- und Esszimmer dann hier in einem oder wie? Ich finde, also ich bin jemand, ich habe immer sehr viele Freunde da. Weil ich halt sehr viele Freunde habe, no flex. Ja, momentan natürlich nicht, aber ich finde tatsächlich einen langen, geilen Esstisch fände ich hier extrem nice. Wie er das halt einrichtet, ist ja voll seine Sache. Aber ich finde sowas immer wichtig. Ich habe mir jetzt auch einen Esstisch geholt, der für, ich glaube, 8 Personen aus einem Stamm gefertigt ist und sowas. Nachhaltig natürlich und alles drum und dran. Finde ich immer ganz geil. Weil man gewisse Sicherheitsvorkehrungen bedenken muss. Schön da, aber den kann ich euch nicht zeigen. Den wird man irgendwann mal vielleicht bei Instagram sehen in meiner Story oder so. Ah, musst du aufpassen, Bro, du hast das Ding jetzt gekauft, ne? Ja, hier, was soll ich sagen? Wir sind hier am Überlegen, eventuell hier als Raumteiler ein großes Aquarium reinzustellen. Big Flex, finde ich nice. Und dann auf der einen Seite Essen, auf der anderen Seite tatsächlich das Wohnzimmer. Warte auf die Roomtour, du Ehrenloser. Bin kein VIP, warum? Ich kann nicht spammen. Warum bin ich kein VIP? Venus, Sabine, natürlich geben wir dir hier den VIP-Status, meine Gute. Schlag Simon mal bitte von mir ans Gesicht. VIP kann nicht hinzugefügt werden. Das war es an der Stelle komplett. Ich weiß nicht warum. Uff, hier eine schöne Couch, Fernseher, alles. Ich bin ja nicht sicher, wie wir es genau machen. Hier kommt dann wahrscheinlich. Gib dir Mod, Sabine, hier. Wenn die Familie mal vorbeikommt zum Essen, schön großer Tisch. Ja, viele Grünpflanzen will ich haben in meiner Wohnung. Mein Haus, ja, das ist so. Was geil ist auf jeden Fall, also das Haus muss relativ neu sein, weil ihr über, wie gesagt, LAN-Ports drin hat, wahrscheinlich Cat 6 oder Cat 7 sogar im besten Fall, also eine Gbit-Leitung hier komplett verlegt hat mit Kabelanschluss. Das spricht dafür, dass es auf jeden Fall ein Neubau ist oder halt, wie gesagt, komplett entkernter Altbau, der gemacht worden ist. Aber von der Raumaufteilung her würde ich sagen, das ist ein Neubau, geschätzt 2012 bis 2018, irgendwie so um den Dreh vielleicht ist sogar, um den Dreh. Könnte auch eine Doppelhaushälfte sein, to be honest, aber ich glaube, dafür passt es nicht. Würde auch nicht zu Monte passen, glaube ich. Kann aber sein. Ich glaube, dass es ein freistehendes Einfamilienhaus ist. Sehr kreativ, wenn ich angefangen habe, schon Sachen da reinzustellen. Aber ich bin extremst unkreativ, wenn ich in leeren Räumen bin. Das ist mein großes Problem. So, dann gehen wir mal weiter. Hier geht es runter zum Keller. Solche Türen, nur noch mal ganz kurz als kleiner Hinweis, solche Türen hier. Ja, sind hochwertig, haben auch wieder hier so eine schöne Optik halt drin, weil die hier nochmal abgestuft sind und sowas. Auch hier wieder hochwertige Beschläge, ganz gut. Wir werden überall dann reinkommen, ich hatte euch ja eben. Eigentlich müsste ich sowas öfters machen. Eigentlich müsste ich mir viel öfters Roomtour von Leuten anschauen, weil ich dazu echt was sagen kann, weil ich es halt gelernt habe, ne? Im Gegensatz zu den ganzen anderen Kekos. Die Glastüren gezeigt, das sind die Türen halt ohne Glas. Und genau diese Türen möchte ich haben und überall anders reintun. Das ist so der aktuelle Plan. Dann gehen wir hier weiter. Noch ein Flur. Oh, es ist wie so eine abgetrennte Einliegerwohnung, ne? Wahrscheinlich ist das eine zweite Küche und hier ist eine andere Wohnung drin. Also so mehr Generationenhausmäßig. Mit einem Gästebadezimmer. Das ist das erste Mal, dass wir hier dürfen dann auch Insco, Holger, René, auch Memo, hier darf jeder kacken hin. Auch hier oben haben wir schon die eingearbeitete Beleuchtung. Bodentiefe Dusche mit eingelassener Duschtasse hier auf jeden Fall, das ist ganz nice, sehr, sehr wichtig. Finde auch cool, dass das hier nicht irgendwie abgetrennt ist. Ich mag die Fliesen, to be honest, nicht so sehr. Ich finde das Element hier ganz geil. Mag die weißen Großformatfliesen nicht, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Grau und sowas hier, geiler Kontrast, gefällt mir eigentlich ganz gut. Der Boden hier auf Anthrazit, geil. Ich fände es geil, wenn die auch anthrazit werden, aber das ist ja eine Geschmackssache. Was ich sehr geil finde, ja, und ansonsten, ja, es hat ein Gästebadezimmer relativ. Mit Dusche halt, ne, ja. Sieht doch baba aus, oder? Einhebelmischer hier an der Stelle, entspannt am Start. Nicht schlecht. Also du wirst auf jeden Fall hier, Bro, eine Regenschauerdusche sehe ich hier auch.
wahrscheinlich Villeroy & Boch oder kein, also auf jeden Fall kein Gros. Ich glaube, das ist Villeroy & Boch. Diese Serie haben wir, glaube ich, bei uns auch. Nicht schlecht, Alter. Und die, genau, die Fensterbänke, die wollen die wahrscheinlich auch noch tauschen lassen. Diese Granit-Marmor-Optik, bin ich nicht so ein Freund von. Die sehen eher irgendwie so büromäßig aus. Ja. Weiß nicht, wie ihr das seht. Finde ich auch geiler, wenn die clean sind in diesem Perlmutt, in dieser Perlmutt-Optik hier mit diesen Mosaikfliesen. Ist geiler. Da fühle ich jetzt nicht so krass. Dann haben wir hier noch ein Abstellzimmer, Ankleidezimmer, whatever. Ich denke mal, hier werde ich einfach jagen und Bro, perfekt für Schuhe und sowas halt, ne? Klar, für Gäste und sowas. Große Garderobe für Gäste ist immer ganz geil. Dann hast du den Eingangsbereich richtig schön frei. Und das macht auf jeden Fall einiges her. Sieht immer viel, viel edler aus, wenn man den nicht vorgestellt hat. Platz ist das... Platz und Licht macht ein Wohnzimmer und ein Haus an sich erst krass. Das ist so. Schuhe hinhauen. Da kommen wir natürlich zum Herzstück des Hauses. Garage. Das werde ich aber euch von der anderen Seite zeigen. Da gehen wir jetzt mal rein. Und dann sehen wir uns gleich mal. So eine Garagentür halt, ne? Dann haben wir hier natürlich das Herzstück. Doppelgarage mit elektronischem Tor. Ganz nice. Hier rein ins Haus mit einer Stahltür. Hier raus in den Garten wahrscheinlich. Fenster drin. Mega geil. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Brauchst du auch, Bro. Oder einer der Herzstücke aus der Wohnung, meine Garage mit meinem Baby, mit meinem Lamborghini. AKA Lamborghini. Lamborghini. Hier ist die S-Klasse und ihr wisst, darauf habe ich mich mit am meisten gefreut. Im Bereich, wo meine Autos stehen, wo sie in Sicherheit stehen. Ja. Lambo stand ja die ganze Zeit bei meinen Großeltern, was kein Problem war, aber trotzdem ist das einfach... darüber freue ich mich wirklich. Kleiner Fun Fact. Ich werde den Boden schwarz machen. Fühle ich sehr. Macht einen richtig cleanen Look. Finde ich richtig geil. Lackieren lassen. Anderes Licht rein, oder? Sag's mir. Ich werde die Decke schwarz matt lackieren lassen. Ja, geil. Und der komplette Bereich, die Grau? Kompletten Wände werden mit Graffitis. Oder sowas. Graffiti hätte ich mir auch denken können, ja. Verziert. Welchen Graffiti-Sprüher kann ich noch nicht sagen. Aber mit Graffiti-Künstlern, die für mich persönlich eine sehr tiefe Bedeutung haben, beziehungsweise mich in meiner Kindheit, in meiner Jugend geprägt haben mit ihren Graffitis. Ja, bin ich sehr gespannt, was geht. Bro, da musst du aber auch hier anderes Licht reinmachen. Real Talk, wenn du dir so viel Mühe gibst, Showroom-mäßig was draus machst, häng die Decke nochmal ab, zieh eine Rigipswand rein und setz Halogen- oder LED-Spots hier ein, damit das ein richtig cleanes Licht wirft. Kann ich nur empfehlen. Maybe sogar Spotlight-mäßig punktiert auf die Autos, das sieht richtig geil aus. Ich bin auch schon relativ zeitnah hier los mit den Graffitis. Da bin ich echt hyped. Und ich glaube, also ich würde es jetzt mal so sagen. Jeder Mann da draußen träumt von einer Garage, wo er ins Haus reingehen kann. Ja, eine Garage, ist so. Wo er seine Autos reinstecken kann. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den oberen Bereich. Also das finde ich halt, wie gesagt, hier echt geil, dass die hier so eingelassen sind. Diese Spots ist nicht schlecht auf jeden Fall. Das ist natürlich, sieht geil aus. Ist auch wirklich von den Decken sehr hoch. Auch hier oben. Okay, das Holz hier ist nicht schlecht, ist mir ein Ticken zu dunkel, muss ich ganz ehrlich sagen, und sieht mir ein bisschen zu alt aus. Würde ich, wenn möglich, sogar zu was Hellerem oder ganz, ganz Dunklem, wie Eiche oder sowas halt, so wie mein Tisch hier mit so einer Maserung halt drauf, dass man das richtig sieht. Das sind ja mehr so abgeschleifte Bohlen mit einem aufgeklebten Ding wahrscheinlich drauf, aber so nicht verkehrt auf jeden Fall. Die Handwerker danken dir schon. Auch hier oben werden LED reinkommen. Mhm. Vielleicht hier ein großes Gerber-Level-Logo. Mal gucken, weiß ich nicht ganz genau. Nice. Auch die Holzkanten finde ich sehr schön. Ja. Als ich mir das Haus das erste lebte. Also ich bin ehrlich, das ist ja so ein, was ist das hier, so ein rotes Holz, könnte Mahagoni sein, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich finde das auf dem Boden, finde ich saugeil, weil es angeleuchtet ist, mir gefällt das hier nicht. Das könnte man eventuell noch durch Stahl oder sowas ersetzen, macht es dann nochmal ein bisschen edler. Ich finde, das hier sieht so 80er-Jahre mäßig aus, kann ich, weiß ich nicht. Das erste Mal angeguckt habe, waren die gerade frisch eingeölt, aufgearbeitet. Da habe ich mich hier fast auf die Fresse gepackt, ich bin hier in den Socken hochgelaufen, bin auch fast rückwärts runtergefallen. Das ist natürlich eine sehr geile Optik, einfach, so sieht einfach schön aus. Dann haben wir hier... Also Bro, du hast auf jeden Fall eine sehr, sehr wertige Immobilie gekauft. Je nachdem, wo die jetzt liegt und sowas. Und wenn die freistehend ist, ist es auf jeden Fall eine echt gute Wertanlage. Es ist auf jeden Fall qualitativ sehr, sehr hochwertig. Kein Mahagoni wird geheizt sein. Ich weiß nicht, ob die Treppe actually beheizt ist. Ist eine, weiß ich, glaube ich nicht. Ach, gebeizt meinst du. Gebeizt, ja. Gebeizt ist, ja. Ja, erstmal, ja, komm hier rein. Oh, kritisch. Teppich hier oben. Grauer Teppich. Oh, Teppich immer schwierig, Bro. Mach dir da oben schönes Parkett hin. Haben wir hier noch einen Raum. Da wird mit großer Wahrscheinlichkeit Kleiderschrank reinkommen. Big Flex, Alter. So ein riesen Ankleidezimmer. Also, das Ding ist, ich bin sehr speziell, so was mich angeht. Ich würde mir niemals
Ich habe mir jetzt auch, ich bin ja auch jetzt gerade umgezogen und habe mir, glaube ich, 6 oder 7 Wohnungen angeschaut, die alle wirklich echt schön waren. Und ich bin da sehr, sehr speziell. Ich habe tatsächlich einen sehr, sehr speziellen Anspruch und ich glaube, ich könnte mir kein Haus von der Stange quasi kaufen, sondern müsste mir wirklich eins selber bauen lassen, weil ich so verschiedene Ansprüche daran habe. Ich würde es gerne autark haben und so weiter und so fort. Ich würde gerne einen bestimmten Bauhaus-Modernism-Stil und sowas drin haben. Also ganz, ganz schwierig. Belohnung für Kanalpunkte kommen noch, ist so. Fenster sind auch ein bisschen klein, ja, finde ich, aber... Ich wüsste nicht, was ich hier sonst reinmachen soll. Fühle ich sehr. Ein riesiger Kleiderschrank ist saugeil. Ist saugeil, ist ein richtig Big Flex, wenn du hier geile Regale reinbaust mit Stahl, eventuell mit LEDs und sowas besetzt. Das macht auf jeden Fall was her. Einfach einen Raum nur mit meinen Klamotten. Hier kommen, keine Ahnung, Jogginghosen, T-Shirts, Pullover hin. Hier in der Mitte vielleicht einen Schrank, den ich vom Tisch anfertigen lasse, wo Socken, Boxershorts, whatever drin ist. Geil, geil. Ein Schrank mit Glasdecke, mit Auszugsschubladen, wo man halt dann beleuchtet hat, ist ganz geil. Wie gesagt, auch hier wieder über elektrische Rollläden. Ja, die sind ein bisschen schade hier, die hätte man anders beschlagen können, die Fenster. Das sieht dann nochmal ein bisschen wertiger aus, wenn das Edelstahl ist oder sowas, ne? Ja, das wird hier so sein. Hier haben wir noch eine kleine Nische, da werde ich dann wahrscheinlich einen kleinen Balkon hier vorne, nehme ich an, oder eine Dachterrasse. Eine Couch oder so reinstellen, wo ich mich dann hinsetzen kann, Socken anziehen kann. Hier draußen habe ich noch eine kleine Terrasse, ja, die ich euch nicht zeigen kann natürlich. Bro, bitte mach hier oben einen anderen Boden. Also ein Ankleidezimmer. Ein geiles, dunkles Parkett oder sowas, Eiche oder sowas, schön gebeizt oder so dunkel, irgendwas in die Richtung oder halt wirklich auch Nussbaum. Nussbaumparkett, sehr, sehr teuer, aber richtig, richtig geil. Ich habe ja auch hier einen Nussbaumtisch, das sieht richtig geil aus, schöne, dicke Nussbaumbohlen, hat was. Aber auch hier oben dieser Teppichboden passt tatsächlich auch, also ist auch gar nicht so schlecht. Ist klar, ja, das ist so hier das Ankleidezimmer wahrscheinlich dann. Dann haben wir hier das Hauptbadezimmer. Das hat als allererstes zeige ich Beleuchtung mit. Nice, die sind auf jeden Fall. Moment. Da haben wir schon LEDs eingebaut. Oh Monte, das ist genau deins. Das ist genau deins. Auf entspannt. LEDs drin, aber kein Blubber. Schade, Mann. Da kann ich dann alleine in Ruhe drin wichsen. Gut, oder halt auch baden. Man badet ja eigentlich in der Badewanne und wichst da drin nicht, also. Ja. Und ja, ich mach mal. Dusche hier, ganz geil um die Ecke, schön abgetrennt. Hier nochmal eine riesige Dusche für 2 Leute. Monte, du weißt, Alter, Korkboden drippt anders. Korkboden, mashallah, auch gutes Material für gutes Raumklima, Alter. Korkboden ist auch sehr, sehr geil. Wir sehen da sind einige Deckenleuchter. Achtung, es wird sehr, sehr hell. Ja, das ist das Hauptbadezimmer. Okay, schönes Licht, mir ein bisschen zu gelblich. Wäre geil, wenn man das runterdimmen könnte oder die Decke hier nochmal abgehangen wäre. Zusätzlich, dass man da ein bisschen indirekteres Licht hat. Das finde ich im Badezimmer ganz wichtig. Keine Ahnung, montags hier Zähne putzen, dienstags da. Bro, oder vielleicht meine Freundin, wie wär's damit? Mittwochs da, und da. Das ist das Hauptbadezimmer. Was soll ich euch sagen? Hier vorne ist die Scheißecke. Und dann haben wir hier in der Ecke die Dusche. Oh, der ist geil, dieser Handtuchheizkörper. Der hier ist richtig geil, den habe ich schon mal auf einer Ausstellung gesehen. Richtig, richtig nices Teil. Ist nicht so ein Röhrenheizkörper, wie man den kennt, sondern halt ein riesiger Handtuchheizkörper. Der hat ja extra diese Bügel dran. Richtig, richtig nice. Zusätzlich wahrscheinlich zu der Fußbodenheizung, wie man hier im Thermostat sehen kann. Das macht wirklich einiges her. Nicht schlecht, Bro, nicht schlecht. Nice Kopf. Die relativ geräumig ist, wo man ab und an mal Linie machen kann. Okay, why not, Bro? Vielleicht hier noch, wenn du Bock hast, könntest du dir hier, je nachdem wie die Leitungen liegen, hier liegt der Schrank, kannst du dir wahrscheinlich hier sogar noch Duschbrausen in die Wand einsetzen, dass du so 360 Grad duschenmäßig unterwegs bist. Ist ja jetzt nur eine normale Regenschauerdusche, trotzdem sehr, sehr geil. Ja, und ansonsten, da bin ich jetzt noch gerade am Überlegen, da könnt ihr auch mir mal gerne eure Meinung reinschreiben, und zwar die Fliesen hier. Andere, Anthrazitfliesen, Real Talk, zumindest Elemente reinbringen, die ein bisschen das Ganze aufbrechen. Ich finde weiß auf Anthrazit immer geil. Ich finde aber dunkle Fliesen an der Wand sind sehr viel wertiger, gerade in der Dusche mit Steinzeug oder Natur oder sowas. Also eine Dusche muss für mich eins sein, cozy. Eine Dusche muss für mich irgendwie ein natürliches Gefühl haben und cozy sein. Vielleicht kannst du da mit aufgerautem Steinzeug oder sowas arbeiten. Das wäre doch nicht verkehrt. Ihr seht ja die Verzierung hier an den Fliesen. Da bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Problem ist, diese Fliesen gibt es nicht mehr 1:1 so, die sind ein bisschen dünner. Was ist das hier drauf? Auch so eine komische Musterung im Blumen. Nee, Bro, nimm die hier in der Mitte raus, wenn du kannst. Wird hier schwierig wegen dem Regal. Du kannst Fliesen auch bekleben lassen mittlerweile, ganz geil, das geht auch.
Dadurch werden die Fugen anders sein. Und jetzt ist gerade die Überlegung, reiße ich hier komplett im Badezimmer, was eigentlich geil ist, die Fliesen raus. Ganz ehrlich, Digga, es ist dein Haus, du hast die Kohle, mach es. Mach es so, wie es dir gefällt, du musst damit mehrere Jahre in deinem Leben wohnen, leben. So ein Haus amortisiert sich bei der Eigennutzung erst so meistens nach 15 Jahren oder sowas, wenn du es so lange hältst. Das ist ein Haus, was für eine Familie geeignet ist. Wenn du hier wirklich alt werden möchtest oder Familie gründen willst, Bro, mach was anderes. Mach so, wie dir gefällt. Das finde ich auch ganz nice, dass das hier so eingelassen ist. Mach es neu, das kostet vielleicht 10.000. Oder lass es einfach so und denk... Mach's neu. Guck weg bei den Blumen. Nee, mach's weg. Mach's neu. Andererseits denke ich mir, einmal richtig machen und dann habe ich alles. Ja. So ein Badezimmerbau kostet dich wahrscheinlich, wie gesagt, echt 10.000, 15.000 so. Die Armaturen und Wannen und Einlässen, sowas kannst du ja behalten. Das hier ist auch nicht schlecht. Der Heizkörper ist Baba. Beleuchtung, mach auch die Beleuchtung anders. Real Talk, mach die Beleuchtung anders, Digga. Mach die Beleuchtung so, dass du die Möglichkeit hast, um die Decke abzuhängen, ein bisschen indirektes Licht zu haben, runter zu dimmen und so. Glaub mir, ein Badezimmer ist Wohlfühlort und da muss auf jeden Fall alles auch vom Licht her stimmen. Dass ihr in einem halben Jahr auf einmal sagt, die müssen raus, oder lass es einfach so und denk mir, ich gewöhne mich dran. Man muss ja ehrlich sagen, die sind mir schon sehr, sehr weiblich. Ja, und das ist auch ein ausschlaggebendes Argument. El Bani würde hier nicht kacken gehen. Und wenn El Bani hier nicht kacken gehen würde, dann würde ich hier auch nicht kacken. Kennst du El Bani nach oben? Ja. Bruder. El Bandi, Ehrenmann, Alter. Wie heißt nochmal seine Frau? Die rothaarige. Bandi, Frau. Da ist es schon. Wie heißt die nochmal? Sie hieß eine schrecklich nette Familie. Ja, klar, das wissen wir. Wie hieß nochmal seine Frau? Peggy. Peggy, die Geile. Oh, Digga. Früher immer Kink auf Peggy gehabt, als ich so 7, 8 war. Mein Vater hat immer geguckt, dachte immer so, Alter. Da war ich kurz wie Tim von Gewitter im Kopf. Die rothaarige gesehen. Rein. Ja, besser Mann, sag ehrlich. Vorbild. Dann haben wir hier oben. Ja, ihr guckt richtig. Haben wir hier oben auch nochmal. Ja, so Einliegerwohnungsmäßig, ne? Ja, hab ich ja gesagt. Eine Küche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ist geil. Du hast hier oben deinen Gaming-Raum, nehme ich an, oder sowas. Mach dir hier Getränk und sowas rein. Why not? Aber sie ist nun mal hier. Ja, keine Ahnung, was ich dann hier abends mache. Hier werde ich dann irgendwie. Ja, Kühlschrank, alles am Start. Dann werde ich wahrscheinlich hier irgendwie Getränke, ein bisschen Maschinen, genau. Ein, zwei Pizzen reintun. Ist natürlich im Grunde. Das ist aber keine so hochwertige Küche, glaube ich, wie unten. Das sieht ziemlich nach Möbelhaus aus. No front an der Stelle hier. Das könnte man schöner machen. Das triggert mich übertrieben hier gerade, dass das zwei verschiedene Farben sind. Oder bin ist es jetzt nur das nicht? Ja. Nee, das ist hier beige und das ist hier weiß, oder? Oder bin ich jetzt dumm? Finde ich ein bisschen, boah. Da braucht man eigentlich nicht noch eine Küche oben, aber sie war hier und dann ist sie in Ordnung. Habe ich hier halt noch eine Küche. Dann haben wir hier das Hauptschlafzimmer. Hier habe ich kein Licht. Das tut mir leid. Da müsst ihr... Sieht man ein bisschen was? Ja, das sieht man. Bro, warum? Also das ist das Hauptschlafzimmer. Ich werde hier das Bett hinhauen. Bro, ganz ehrlich, bitte tu mir einen Gefallen, tausch die Räume. Mach hinten doch, da wo du die Dachterrasse hast, mach doch da dein Schlafzimmer, Alter. Es gibt keinen geileren Flex und ich weiß, dass du auf sowas abfährst und Frauen fahren auf sowas auch ab. Du hast dein Bett, du hast eine Terrasse, du kannst rausgehen, eine rauchen und sowas. Tausche auf jeden Fall die beiden Zimmer. Mach hier dein Ankleidezimmer rein. Das Zimmer ist deutlich dunkler. Tageszeitenmäßig wird das so 13, 14 Uhr gewesen sein, wo ihr gedreht habt. In einem anderen Zimmer war deutlich mehr Licht. Mach auf jeden Fall die Zimmer andersrum. Ja, geh hin und du hast hier trotzdem noch genug Platz für einen geilen Ankleidezimmer und so. Geh rüber und mach da das Schlafzimmer rein, Alter. Definitiv, Digga. Zack, zack. Dann habe ich natürlich eine relativ weite Sicht zum Fernseher. Ist auch scheiße, Bro. Ist auch scheiße. Änder die Schlafzimmer. Du hast da sogar eine Ecke, wo du das ganz reinmachen kannst. Das heißt, ich muss hier... mindestens ein Fernseher hinhängen mit. Würd dich abfucken. Real Talk, änder es. Änder es, mach dir hier geile Regale rein, hier geile Regale, diesen Tisch in der Mitte. Du kannst hier vielleicht sogar noch irgendwie was Ausstellungsmäßiges machen für krasse Schuhe und so ein paar Regale hin. Ich würde es wirklich tatsächlich ändern, weil du hast, meine Stream im anderen Zimmer gefällt dir der Schnitt nicht. Verstehe ich, da hat es halt diese Ecke, diese Einkerbung, aber so eine Ecke und Einkerbung kannst du halt tatsächlich immer noch ändern, ne? Also du kannst da immer noch hingehen und da was anderes reinmachen, weiß ich nicht. Da kannst du ein Sofa hinmachen. Ich weiß, du liest keine Bücher, Bro, oder sowas, aber ja, keine Ahnung. Ich denke mal 1,80 Diagonale. Also das muss schon ein großer Fernseher sein, weil ich habe echt beschissene Augen durch das ganze Zocken bekommen. Beim Fußball gucken mit den Jungs, ich sitze 3 Meter vom Fernseher weg. Ey, Jungs, wie viel steht's eigentlich, weil ich es nicht mehr sehen kann. Bro, Zeit für eine Brille, geht mir genauso. Eine Brille, das ist die Kacke. Ein anderer Teppich kommt hier im gesamten oberen Bereich noch rein. Kein Teppich, Alter. Du hast einen Hund, Mann. Ich finde Teppich mit Hunden immer schwierig. Die verfilzen immer und dann ist da überall Haare drauf. Ich sag's, Nussbaumparkett oder it is, Alter. Also schönes, geiles Holz. Bruder, andere Wärme an den Füßen. Richtig geil.
Nein, ich rufe ihn jetzt nicht an und sag ihm das, Digga, what the fuck, so, ich gehe mir jetzt nicht auf den Sack und sag, wie er sein Haus einzurichten hat. Heller, weißer, flauschiger Teppich, der Teppich hat natürlich schon Gebrauchsspuren. Lack, ich rufe dir das nicht an, fickt euch! Und ich mag den Teppich rein optisch gesehen auch nicht so gerne. Neuen Teppich rein. Ich werde mir hier am Himmel einen Sternhimmel reinbasteln lassen. Keine LED-Beleuchtung, sondern komplett Sternhimmel im Schlafzimmer. Auf Kinderzimmer angelehnt. Darauf habe ich richtig Bock. Darauf habe ich richtig, richtig Bock. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in den Keller. Let's go. So. Licht an und Abfahrt. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, der Kellerbereich. Ja, fangen wir hier links an. Dope. Hier haben wir nochmal ein Badezimmer. Sehr geil, Alter. Sehr geil, warum nicht? Ein relativ großes Badezimmer. Keine Ahnung, was. Ja, wir haben ein Badezimmer. Ja, was willst du da machen? Baue ich noch eine Badewanne rein oder Whirlpool oder sowas, wenn du die Möglichkeit hast. Mach dir da. Reißt dir raus, mach eine Sauna rein, Wellness-Oase-mäßig irgendwas. Viel Platz, keine Ahnung, was man hier hinhaut oder so, aber ja, hier ist ein Badezimmer im unteren Bereich. Dann haben wir, ich kann euch zeigen, das ist Abstellgerät, das ist Heizung, Sicherheitssystem, Alarmanlage, Internetanschluss. Zeig mal ganz kurz Kasten vom Sicherheitssystem, damit die Einbrecher wissen, was sie zu tun haben. Los, Spülwaschmaschine, das, okay, ich kann kurz einmal rein, aber das ist halt hier, ne, Zeit. Entweder Stromkasten hier, ne, Stromkasten, glaub da. Ja, guck doch jetzt. Ne, das ist hier Internet. Strom, keine Ahnung, wo Sicherheitskasten ist. Ja, dann haben wir hier eine kleine Seitennische noch, keine Ahnung, da kann man Staubsauger reintun, whatever. Ja, Abstellraum, nicht schlecht, warum? Ist hier noch ein Raum, da bin ich am Überlegen, ob ich eventuell hier noch eine Küche, ja, die dritte Küche. Oh, mach da irgendwie Partykellermäßig was rein. Stell dir da einen Billardtisch rein, mach irgendwas anderes draus, Alter, keine Ahnung, geh hin. Geh hin. Und mach daraus Hobbyraum oder sowas. Küche hast du ja. Ja, verstehe ich auch, wenn du halt oben die Möglichkeit hast. Ja, da musst du nicht mal hochrennen. Macht schon Sinn. Keller für InScope, safe. Dann einbauen lasse, weil theoretisch. Weinkeller. Mhm, Weinkeller, weil Monte liebt Wein. Wir wissen es alle. Wenn ich hier einfach mal nicht mehr wohne, weil ich woanders hinziehe, whatever, könnte man diesen unteren Bereich als einzelne Wohnung vermieten, weil hier ist ein Badezimmer und wir hier eine Küche und da ist die Überlegung. Hier eventuell noch eine Küche einzubauen, das weiß ich aber natürlich noch nicht ganz. Kommt ja auch darauf an, ob der Wasseranschluss ist, ne? Genau. Dann haben wir hier einen Raum, wo ich auch noch nicht weiß genau, was ich reinmache. Die Keller sind sehr dunkel, Mann. Du hast hier kein richtiges Fenster drin. Ich zeige euch gleich mal ganz kurz, wie es bei mir im Keller gelöst ist. Ich habe ja auch einen Kellerraum so. Ich drehe mal gleich ganz kurz die Kamera und zeige euch mal ganz kurz, wie das bei mir gemacht ist, ja? Dann könnt ihr das euch mal bei mir reinziehen. Oder wartet mal, kann ich vielleicht... Ah ne, ich habe die anderen Cams ja nicht angeschlossen. Ich habe den anderen PC hier. Mehr Überlegung. Die erste Überlegung ist, ein Fitnessstudio hier reinzubauen für mich. Auch geil. Fitness, Wellness, mach dir eine Sauna rein, Junge. Lohnt sich, Digga, lohnt sich auf jeden Fall, klar. Also hier, in dem dunklen Keller, würde ich ganz ehrlich sagen, mach so wie ich. Ich kann ja mal ganz kurz... Warte mal, ich mach mal ganz kurz auf groß. Ich habe ja... Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt die Kamera bewegen kann. Oh, scheiße, das ging auf jeden Fall schon mal in die Hose. So, kommt mal hier, ihr seht das ja hier vielleicht, ich habe ja hier auch den Raum quasi, ja, hier sind meine DJ-Sachen, ich habe ja die Decke auch abgehangen. Und ihr seht ja vielleicht hier, dass da hinten auch so Sachen sind, da ist halt auch so ein Licht in den Fenstern. Ich habe ein größeres Fenster, bei mir ist die Decke auch, wie ihr sehen könnt, einmal komplett abgehangen und so. Ich habe sehr viele Lichtquellen hier drin, die das Ganze sehr viel wohnlicher machen, obwohl es eigentlich ein dunkler Keller ist. Und ich habe auch noch diese Dinger hier. Zieh dir eine zweite Wand an, Bro, und mach sowas in die Richtung, weil ehrlich... Du wirst doch depressiv unten im Keller. Also ich meine, du bist sowieso LED-Fan und so. Aber to be honest, ich, keine Ahnung, also ich bin immer jemand, der es geil findet, wenn es schön hell ist. Weißt du, was ich meine? Deshalb, vielleicht kann man das auch noch irgendwie mit berücksichtigen. No front. Ein paar Geräten. Die andere Überlegung ist, ein kleines Studio hier reinzubauen. Wie zum Beispiel von den Jungs von Worldwide Wohnzimmer. Klar, warum nicht so... An sich nicht, an sich, der Raum ist besser gesichert als mein Haus. Mein Zimmer ist babaisch gesichert, Digga, hier kommt keiner rein. Die ja auch ein Studio haben, wo man einfach... Ist das schon deine neue Wohnung? Nein, ist nicht. Ja, hier von
Art Stefan Raab-Bereich reinbaut, wie bei den Kameras, wo man dann ab und an mal im Livestream so Talkshows mit Gästen machen kann. Ich habe auch schon überlegt, hier ein komplettes Tierzimmer reinzubauen mit Hasen und Kaninchen und Meerschweinchen. Alles klar, auf Tierbasis angelehnt. Oder alles. So, mach dir doch direkt so einen Pet Shop da rein, Digga. Mach dir ganz viele Tiere da rein, verkauf aus dem Keller einfach so, Cam rechts, was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir, Alter? Lass die scheiß Cam jetzt so, wie sie ist. Ändert sich jetzt nicht, die bleibt jetzt so, ihr Lappaffen. Ich baue Urwald und Schlangen und Leguane. Ein Tiger vielleicht oder so eine Seerobbe, Bro, das wäre insane. Eine Seerobbe, Alter. Dönerladen, selber unten reinbauen. Ihr merkt, ich habe viel Platz und weiß nicht, was ich damit machen soll. Und dann kommen wir jetzt. Mach Sexkeller, Digga. Sexkeller auch wichtig, so auf FSM-Basis. Das erste, wo sich wahrscheinlich viele drauf freuen, und zwar mein zukünftiges Zockerzimmer. Mein Zockerkeller. Bro, ich bin ehrlich, Alter. Mach ein krasseres Zimmer als ich und ich bin beeindruckt. No Flex. Das, was ich immer wollte, ein Zockerkeller. Und das ist auch gleichzeitig mit der größte Raum. Das wäre einmal dieser. Lull, hier ist doch schon ein Dings Sportstudio drin gewesen. Dunkel auf jeden Fall. Deckenhöhe, ganz kritisch. Kann jetzt auch, wie gesagt, durch die Legria rein. Boah, weiß ich nicht. Wäre mir zu dunkel, würde ich ähnlich machen wie bei mir. Decke abhängen. Ich meine, ich habe hier eine Deckenhöhe von, in dem Keller hier auch von 2,80 Meter wahrscheinlich oder sowas. Vielleicht 2,85. Da, ja, da müsste man vielleicht mal überlegen. Löst bei mir Überforderung aus, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich mit dem ganzen Platz machen soll. Decke auf, also Zimmer eventuell sogar abtrennen. Du könntest halt hingehen. Wenn du jetzt hier dein PC hinstellst, dann kannst du hier zwei Wände machen, um das Ganze ein bisschen akustisch zu dämmen. Decke abhängen, wie ich gerade schon gesagt habe. Oben Lichtschläuche reinmachen, Lüftungsanlage. Zusätzlich zu den Fenstern halt noch. Dann hast du die Möglichkeit, die Fenster zuzuhaben, so laut zu sein, wie du willst. Einen schönen Boden rein, Schränke für Kleinkram. Im Hintergrund eventuell so ein paar Plastikpflanzen, wie ich auch habe und sowas. Bro, ganz ehrlich, wir haben momentan nicht viel Kontakt, aber melde dich gerne, wenn du Bock hast. Ich kann dir mal den Kontakt von den Jungs hier geben, die meinen Keller gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob du meinen Keller kennst, so. Komm doch mal in meinen Keller, Alter. Dann, tatsächlich nicht schlecht. In einem anderen Video meinte er, 150.000 Budget für seinen Gaming-Raum. Real Talk, Leute, wenn ich ehrlich bin, mein Raum hier unten, der Raum ist hier versichert auf, das ist jetzt kein Flex, ich glaube auf 135.000 mit allem drum und dran. Weil halt die Ausbauten so viel gekostet haben. Der ganze Umbau hier unten war sehr, sehr teuer. Der knapp der Umbau und sowas hat mich gekostet, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube 60 oder 70 oder sowas. Dann halt die ganzen Elektronikgeräte nochmal dazu. Leinwand und sowas, Kameras überall verbaut. Das ist schon nicht wenig. Ich bin aber sehr happy dafür. Das war eine gute Investition, weil ich habe mir gedacht, ich gebe sehr wenig Geld so für mich selber aus, außer ein paar Mal Klamotten, und ich wohne halt gerne gut und fahre ein gutes Auto, aber ich gebe halt kein Geld für Luxusgegenstände und sowas aus Uhren und so einen Scheiß. Und das war eine Investition, die nur für mich war, und ich lieb's hier unten, Mann. Ich lieb's hier. Aber da habe ich mir ein paar Jungs an die Hand geholt. Messebauer, die zum Beispiel auf der Gamescom. Ja, ich habe auch Kontakt. Wie gesagt, ey, ich schreibe dir später mal. Ich will dir noch nicht am Sack gehen. Mach deinen scheiß Keller, wie du willst. Und ähnliches, große. Man kann alles selbst umbauen. Bro, wenn du mir sagst, wie du eine Akustik hinbekommst mit einer Lochdecke, die komplett geil ist, einen kompletten nackten Raum so geil umbaust hier wie mein, für selber, für das Geld. Puh, viel Spaß. Mit denen war ich ein bisschen im Schnacken, wie man das macht, was man hier macht. Ich war auch erst wieder am Überlegen, ob ich die Heizkörper hier raushaue. Ah, hier unten ist keine Fußbodenheizung. Ey, wenn du so viel Kohle hast, reiß den Boden raus, mach neue Fußbodenheizung rein. Alles, alles, Digga, alles. Und Fußbodenheizung machen, da muss der ganze Estrich hoch. Ja, ist so, ist so. Der Estrich muss abgeschabt werden, die Dinger müssen verlegt werden, der muss neu gegossen werden und sowas. Ist aufwendig, aber... Mann, es ist dein Haus, Alter. Gönn dir, weißt du, gib Geld dafür aus. Wenn du kein Geld für dich ausgibst, für was dann? Ja, das kostet auch wieder 10.000. Und ich glaube, dass die Heizkörper einfach drin ist. Ja, reicht auch. Auch auf der anderen Seite, stimmt. Ja, heutzutage hübsche Heizkörper. Das sind natürlich so klassische Heizkörper, die jetzt rein optisch gesehen. Ja. Mal gucken. Aber das ist hier die zukünftige Zentrale. Hier kommt die Zockerecke hin, auf jeden Fall in den Bereich. Also, wie gesagt, ich würde es so machen, wenn er hier die Zockerecke hin hat, mit Blick in den Raum, also quasi den Schreibtisch ungefähr da, wo er gerade steht.
oder hier an der Wand halt, also den kompletten Raum nach hinten offen. Hier würde ich zwei Wände einziehen. Da hast du hier den einen Heizkörper, den kannst du sogar nach da versetzen. Die Rohre sollten ja reichen. Dann kannst du hier einen großen Heizkörper hinmachen. Kannst die Wände von innen akustisch irgendwie dämmen. Kannst die Decke ein Stück weit abhängen, schöne Beleuchtung machen. Machst du hier Spots hin, da Spots, Kamera. Hinten nochmal ein Bereich, der sich unscharf im Hintergrund mit einem geilen Objektiv zu sehen ist. Da auf jeden Fall dann irgendwie tatsächlich mit einer geilen Couch arbeiten. Maybe mit einer Leinwand und sowas. Vielleicht sogar irgendwie so ein Aquarium oder sowas als Trainer. Genau. Kannst du alles machen, Alter. Kannst du alles machen. Du hast die Kohle dafür. Mach hier keine überstürzten Entscheidungen, Mann. Ich habe den Keller hier. Ich habe dieses Objekt hier, wo wir quasi drin sind. Da sind die anderen schon von der Firma schon oben viel, viel länger drin. Und ich habe hier unten, glaube ich, erstmal 3 Monate geplant und dann tatsächlich zusätzlich nochmal 3 Monate gewartet, bis das Ganze hier umgebaut gewesen ist. Wisst ihr, also ich wollte es halt perfekt auf mich haben und so. Die Zeit sollte man sich nehmen, wenn du so viel Geld ausgibst. Eventuell kommt hier ein riesen Meerwasser-Aquarium. Ja, sage ich ja. Raumtrenner, geiler Hintergrund, würde ich safe machen, fühle ich sehr. Dann kommt auf die Seite, wo Memo ist, eventuell ein Sofa hin. Mit großen Fernseher, wo man mit den Jungs auf Holzkunst. Chillig. Das war's eigentlich schon. Okay, so viel auf jeden Fall zu Samontes Haus. Interessant, wirklich, Mann. Er meint, er hat nicht mal 200k auf dem Konto. Da macht er irgendwas falsch. Monte, wir müssen reden. Aber ich meine, gut, der wird da sicherlich einen guten Teil am Eigenkapital dazu geschossen haben. Okay, Grundfläche vom Haus. Schätze ich jetzt mal, dass das ganze Haus, ich habe jetzt nicht zusammengerechnet, weiß einer von euch die Grundfläche. Ich schätze es einfach mal 240, 260 Quadratmeter um den Dreh, irgendwas. Kommt das hin? 260 Quadratmeter, sowas. Also ich denke mal, es sind auf jeden Fall schon 240 sicherlich. Das Haus in Buxtehude, je nach Lage, je nachdem wie groß der Garten ist, schätze ich mal, hat ihn gekostet. Mit den Einbauten und so weiter und so fort, relativer Neubau. Wie gesagt, das sieht man an den Fenstern und sowas. Über 300 Quadratmeter sogar. Okay, krass. Ja, wahrscheinlich wurde dann noch Fläche eingerechnet oder sowas. Sind 223 Quadratmeter. 350? Nein, ist nicht so. Ich schätze mal so 250, 260 Quadratmeter ist so. Das Haus ist nicht in Buxtehude. Okay, je nachdem, wo es in Hamburg ist, es wird irgendwo Hamburger Umland sein und sowas. Schätze ich mal, hat ihn das gekostet zwischen, ich kenne die Preise da oben nicht so sehr. Knapp 300 Quadratmeter sagt ihr? Okay, er sagt 360. Ja gut, kommt da drauf. Ja, kann hinkommen, weiß ich aber nicht tatsächlich. Siebenstellig hat es gekostet. Okay, krass. Siebenstellig, dann hat er wahrscheinlich ein großes Grundstück dabei mit einer privaten Einfahrt und sowas. Siebenstellige Summe. Klar, siebenstellige Summe hat er nicht bezahlt, sondern die Bank. Da kommen ja nochmal Maklerkosten dazu und Erwerbsnebenkosten. Also all in all, denke ich, knapp um die Million. 1,5 denke ich mal nicht. Ich denke mal so 1,1, 1,25 irgendwas um den Dreh maximal. Ich hätte jetzt so Grundwert des Hauses hätte ich so auf 900.000 veranschlagt. Je nachdem, wie gesagt, Hamburg natürlich nicht schlecht. Er sagt 1,1 Millionen. Ja, seht ihr. Also genau das, was ich halt gerade geschätzt habe. Krasse Hütte auf jeden Fall, Bro. Nimm dir auf jeden Fall die Zeit und mach was Anständiges draus. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Und Real Talk, so dumm es klingt, wenn du keinen Plan von Einrichtung hast, hol dir einen verfickten InDesigner. Ich sag's immer wieder, Leute. Monte lässt Augen lasern. Habe ich auch schon überlegt bei mir tatsächlich. Bin ich auch noch ein bisschen vorsichtig. Monte sagt 1,5 Millionen. Okay, dann ist es sehr teuer gewesen tatsächlich. Dann hat er da auf jeden Fall einen stolzen Preis bezahlt. Ich hätte es jetzt nicht so teuer geschätzt. Ja, Mann, hol dir einen Innenarchitekten, Bro, wenn du nicht weißt, was du machen sollst. Innenarchitektur und sowas ist nicht verkehrt. Gerade Möbel und sowas, wenn man da keinen Plan von hat, mach das auf jeden Fall. Mach das auf jeden Fall, tatsächlich.